Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach es ist, unter der aktuellsten Windows 10 Version Standard-Dateitypen so einzustellen. Zum Beispiel, ich habe eine MP3-Datei oder ein Video und möchte gerne dieses Video, dass es nur mit dem VLC Media Player sich öffnet oder nur mit dem Windows Media Player zum Beispiel. Je nach Dateityp können wir das Ganze individuell einstellen. Und zwar habe ich hier schon mal was Kleines vorbereitet. Wenn ich hier mal auf Downloads gehe, habe ich hier einen Film heruntergeladen. Wenn ich den jetzt öffne, dann öffnet er sich standardmäßig mit dem Windows Media Player. Genau. So, und jetzt möchte ich das Ganze standardmäßig so einstellen, dass es mit dem VLC öffnet. Natürlich könnte ich jetzt sagen, Rechtsklick, öffne mit Standardprogramm bzw. andere Apps auswählen. Ich mache es aber so, ich gehe hier auf Windows, sage Einstellungen, habe dann hier den Punkt System, dann hier Standard Apps und nun kann ich ganz gezielt sagen, zum Beispiel Video Player möchte ich gerne den VLC Media Player. Hier unten habe ich dann auch den Punkt Standard Apps nach Dateityp auswählen. Und dann seht ihr schon, aha, die ganzen Apps, die ich, beziehungsweise die ganzen Dateitypen, die ich habe, die soll er nur mit dem Programm öffnen, wenn ich jetzt zum Beispiel runterscroll. Und zum Beispiel OGV oder OGG oder OGA oder ODT, ja, mit WordPad zum Beispiel soll er es öffnen. Kann ich einfach reinklicken und sagen, okay, er soll es vom Windows Media Player öffnen. Der erkennt auch sofort, welche Dateitypen unterstützt das Programm, finde ich noch ziemlich praktisch. Und jetzt habt ihr nämlich hier ein VLC Media Player Symbol. Jetzt mache ich da mal einen Doppelklick drauf. Und das Gute ist eben, er tut es für alle direkt übernehmen. Und Big Bug Bunny läuft auch jetzt auf einem VLC Media Player ohne Probleme. Ich hoffe, das Video oder das kleine Tutorial dazu hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke.